Die Wissenschaft ist sich über die schädlichen Folgen des Rauchens im Klaren. Auch die meisten Raucher wissen um die Gefahren des Nikotins. Väterchen Staat befindet sich in der Zwickmühle. Einerseits freut er sich über jede verkaufte Zigarette, denn 68% des Kaufpreises fließen als Tabaksteuer ins Staatssäckel. Andererseits warnt derselbe Staat, freilich durch ein anderes Ministerium, vor dem Tabakmissbrauch. Würde sich jeder Österreicher diese Mahnung zu Herzen nehmen, dann bräche das stets mit Ach und Krach über die Hürden gebrachte Budget völlig zusammen. 1965 etwa kassierten die österreichischen Trafikanten 2,6 Milliarden Schilling für den Fiskus. Verständlicherweise ist bei fast allen Rauchern der Wunsch latent, sich dieses Laster abzugewöhnen. Wenn es ein Mittel gäbe, mit dem man sich das Rauchen ohne Schwierigkeiten abgewöhnen könnte, würden Sie es nehmen? Ich würde es sofort nehmen. Kostet Ihnen das Rauchen viel? Na, nicht so besonders, aber ich tät mir es gern gesundheitlich abgewöhnen. Sofort, liebe Herren. Haben Sie Angst vor den gesundheitlichen Schäden beim Rauchen? Krebs und so weiter, hört man immer wieder. Falls es ein Mittel gäbe, mit dem man sich das Rauchen abgewöhnen kann, würden Sie es nehmen? Nein. Und warum nicht? Weil ich schon leidenschaftlicher Raucher bin und schon so lange ich rauche und vergessen, bleibe ich bei meinen Zigaretten. Sie haben auch keine Angst vor gesundheitlichen Nein, Schäden? Nein, gar keine. Weil bis jetzt nicht, so kann jetzt auch nichts mehr kommen. Ich würde es nicht nehmen. Und warum? Weil ich an für sich sehr wenig rauche, da fällt es dann gar nicht so auf. Und Angst vor gesundheitlichen Schäden haben Sie keine? Eigentlich nicht. Noch nicht. Ich bin ja noch relativ jung. Ne? Der Wunsch, dem Suchtmittel zu entfliehen, ist also bei vielen Rauchern vorhanden. Wenn dann in Inseraten eine derartige Wunderpille offeriert wird, noch dazu mit Erfolgsgarantie, dann entschließt sich so mancher, seinem eigenen Laster den Todesstoß zu versetzen. Erich Frank testete für uns das Nikocortil. Der Zuckerüberzug ist bald abgelutscht. Jetzt hört die Gemütlichkeit auf. Der Eigengeschmack der Pille ist scheußlich. Dazu gebietet die Gebrauchsanweisung noch eine Strafverschärfung. Wer bisher leichte Zigaretten geraucht hat, muss nun zu schweren. Und wer etwa umgekehrt auf Austria 3 eingeschworen ist, muss zu Falk überwechseln. Begreiflich, wer die Willenskraft aufbringt, derartige Geschmackstorturen auf sich zu nehmen, verzichtet schließlich überhaupt auf Zigaretten. Dieses Rezept, frei nach Dr. Eisenbart, müsste für einen Trinker ungefähr so lauten: Spülen Sie Ihren Mund gründlich mit Terpentinöl aus und trinken Sie statt des gewohnten Weines Schnaps oder statt Ihrer Lieblingsmarke Whisky Wermut. Wir ließen das Präparat wissenschaftlich analysieren. In der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung wurde unter dem Mikroskop und bei der chemischen Analyse das Geheimnis der angeblichen Wunderdroge entschleiert. Um es vorwegzunehmen, Cortison, das sehr vielseitig angewandte Hormon der Nebennierenrinde, ist im Nikocortil, wie man vielleicht aufgrund des Namens vermuten könnte, nicht enthalten. Auch benötigt man zur Herstellung des Nikocortils keinen Toxikologen, denn Gifte sind in dem Präparat nicht einmal in Spuren nachweisbar. Der Leiter der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung, Universitätsdozent Dr. Dr. Petueli, erklärte das Ergebnis der Untersuchung. Wir haben das Präparat zur Untersuchung bekommen und haben uns zuerst einmal vergewissert, ob es sich nicht um ein Heilmittel handelt. Zu diesem Zweck haben wir es der Chemisch-Pharmazeutischen Untersuchungsanstalt übergeben und diese Anstalt hat uns mitgeteilt, dass es kein Heilmittel ist. Auf das hin haben wir dann unsere chemischen Untersuchungen gemacht und vor allem auch die Mikroskopie. Wir haben gefunden, dass die Tabletten vornehmlich aus Zucker bestehen und dann haben wir bei der Mikroskopie festgestellt, dass neben Ingwer, Koriander und Süßholz auch noch Aromastoffe darin enthalten sind. Im schriftlichen Gutachten der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung erfolgt eine genaue Aufschlüsselung der quantitativen Analyse. Demnach haben die 120 Tabletten ein Gewicht von 89 Gramm, davon sind 62 Gramm Zucker und 27 Gramm Gewürzanteile. Jetzt wollten wir wissen, was die Herstellung dieses Präparates tatsächlich kostet. Wir gingen in eine Apotheke. Eigentlich hätten wir den Apotheker gar nicht bemühen müssen, denn in unserem Gutachten heißt es ausdrücklich, die in dem Präparat enthaltenen Gewürze sind im Gewürzhandel erhältlich.
Aber sei's drum. Nico Cortil hält nicht einmal einem Vergleich mit den sogenannten Apothekerpreisen stand. So, bitteschön. Und was kostet das bitte? Es kostet 23 Schilling 15. Zwischen 405 Schilling und 23 Schilling 15 Groschen besteht doch eine gewaltige Differenz. Vorsicht also! Wer sich wirklich mit Hilfe eines Präparates das Rauchen abgewöhnen will, dem stehen, gegen ärztliches Rezept, in jeder Apotheke wirksame, billige Mittel in genügender Auswahl zur Verfügung.